Hello, my friends. This is DJ Westbam, and you're listening and looking at Brand Night TV. Westbam die Erste. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Brand Night TV. Und heute Abend haben wir hier quasi den deutschen Techno-Papst, den Miterfinder der Mayday und eines der Techno-Urgesteine eigentlich, Mr. Westbam. Herzlich willkommen in Wien. Merci. Zum x-ten Mal seit 25 Jahren. Ja, genau. Ich meinte hier eben, was wiedererkannt zu haben. Das erste Mal war ich im U4 1987 und da am nächsten Tag spielte dort der Prinz ein Geheimkonzert. Das habe ich mir auch noch angeguckt. Aber warst du damals schon als DJ da oder privat? Nee, ich war schon als DJ. Auch damals schon als DJ. Der Name Westbam, das habe ich in den 90ern in der Raveline mal gelesen, ist ja eigentlich von Westfalia Bambata, ja, genau. Weil das Afrika-Bambata-Ding irgendwie so dich so mit beeinflusst hat. Ja. Ist das nach wie vor ein Bestandteil deines ganzen musikalischen Daseins oder hat sich das im Laufe der Jahre auch irgendwie mitentwickelt oder verändert? Also entwickeln tut sich's immer, verändern tut sich's immer, aber alles, was mal war, das sollte auch Teil bleiben. Ich bin der Dialektiker, das heißt, es sollte sich immer weiter hochschrauben. Aber alles, was mal war, soll doch irgendwie immer noch da sein. Und wie gesagt, die Bambata-Sache ist für mich vor allen Dingen sozusagen am Hip-Hop diese DJ-Sache, die Cut-Up-Sache und sozusagen, dass man aus vorhandenen Teilen was Neues erfindet. Also eigentlich diese Collage-Idee, die Hip-Hop-DJs als erste DJ-Künstler sehr krass gemacht haben. Also dass dann aus zwei Copies derselben Aufnahme ein neues Minimal-Werk entsteht quasi. Das hast du ja damals auch schon zu den Techno-Rave-Hochzeiten Ende der 90er Jahre mit Afrika Islam gemeinsam quasi neu erfunden, wo es eigentlich niemand gemacht hat, nämlich das Mr. X und Mr. Y-Ding quasi. Es war ja in den Zeiten, wo Rave und Techno groß war, habt ihr auf einmal angefangen, diese Electric Kingdom Breakbeat-Sache ganz neu zu erfinden eigentlich. Also im Grunde, ich sehe das so, Mitte der 80er wurde dieser ganze Style so erfunden, bis die zu dem frühen der frühen Techno-Formel, dann bis zu Rave-Musik Mitte der 90er. Und das war so, danach gehen wir in die Postmoderne, das heißt von DJ-Kultur. Und das geht eben mit so Tracks wie Sonic Empire, Beatbox Rocker, New World Order und so. Das war das bei uns. Das heißt, das waren die Zeiten, wo sozusagen die klaren Schulen aufhören und wo man jetzt eben sich aus den verschiedenen Versatzstücken der DJ-Musikgeschichte was Neues zusammenbauen kann. Das ist eigentlich im Grunde bis jetzt auch noch, also ich weiß, damals war das ja relativ skandalös, zu sagen, jetzt der Islam, der ja nun auch für Original Hip-Hop-Kultur, Zulu Nation steht und ich, der an der Stelle sozusagen klar positioniert war, Techno, House, so, dass das irgendwie zusammenkommt. Aber im weitesten Sinne ist das heute sozusagen auch der normale Standard der Popkultur. Aber wie geht's denn, weil du gerade das Thema DJ-Kultur angesprochen hast, du als quasi als Großvater der ganzen deutschen Technokultur, ohne das Alte zu meinen, dass das Alte eine Rolle spielt, der angefangen hat, von Vinyl über Hip-Hop und Breakbeat und diese ganze, ich meine, die meisten Kids heutzutage werden Afrika Bambaataa gar nicht mehr kennen wahrscheinlich. Aber auch Hip-Hop, das finde ich ja noch krasser, sozusagen Hip-Hop-Kids sollten ihn eigentlich kennen, ne? Aber weil der hat ja das Wort Hip-Hop erfunden. Ja, aber das wissen die nicht. Aber wenn man es gerade mal sieht, so diese ganze Traktor-Laptop-DJ-Generation, du als wirklich absoluter Oldschooler, wie geht's dir, wenn du diese ganze Kultur, die du ja seit 30 Jahren mitlebst eigentlich, findest du, dass das irgendwie so ein bisschen durch den Kakao gezogen wird, durch diese ganze neue Technik, oder bist du eher ein Befürworter der ganzen neuen Technik als solches? Also im Grunde kann man natürlich sagen, it's all good. Und ich bin jetzt nicht so, dass man sagt, die jungen Leute sollen noch mal richtig auf dem Turntable lernen, wie wir früher. Oder so. Das wäre ja ein bisschen albern. So, wenn es Automix gibt, ist das schön, dann musst du nicht mehr so selber so. Also ich bin jetzt nicht so, dass man sagt, ja, das ist doch nicht mehr das Handwerk, ihr jungen Leute, ihr wisst ja gar nicht mehr. Das finde ich albern. Andererseits sozusagen ein bisschen Kulturkampf und dann irgendwie, kann natürlich auch ganz lustig sein. Ich mache jetzt gerade mit Islam noch mal wieder eine Platte. Da hat er sich folgenden Rhyme ausgedacht.
Too many DJs on the laptop. They all wanna play, they all wanna rock. Right here, right now, this laptop shit must stop. Also ich finde es sehr lustig einfach. Auf den Punkt gebracht eigentlich. Ja, wobei, wie gesagt, es ist natürlich, also so, ich mache ja mittlerweile auch, ich folge sozusagen, da bin ich jetzt nicht Innovator, ich folge sozusagen ohne Licht der DJ-Technik mit 200 Metern Abstand auf der Autobahn. Ich bin jetzt so bei CDs angelangt, aber schlicht und einfach auch, weil ich gesehen habe, irgendwann, die Leute wissen ja schon nicht mehr, wie man ein Turntable aufstellt, also an vielen Orten. Das heißt, ich habe das noch eine Weile versucht, also du sagst den Leuten, ja, wisst ihr denn, wie das geht? Plattenspieler ist ganz schön schwierig, ist anders als CD-Spieler, da gibt es Rückkopplung und so. Ja, wir machen das professionell. Und dann kommst du dahin und bist dran und vor dir war noch einer mit dem Laptop und siehst jetzt, oh, kommt der Turntable, so schnell noch hinten irgendeine Erde und Kabel dran. So, und dann geht's los, erste Platte, bup. Ja, und dann stehen die Leute natürlich so da. Was war das? Was war das jetzt? Und wer ist er? Okay, immer wenn der kommt, klappt das nicht. Sondern er wird alt, ne? Er wird alt, er checkt es nicht mehr, ne? Er wird senil. So, und da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr. Sozusagen man selber bemüht sich sozusagen die Schönheit des Turntables. Dann gibt es schon die ganze Musik nicht mehr, dann machst du die einzelne Pressung und so. Nur um der Depp vom Dienst zu sein, wo die Platten immer springen und wo es ein Feedback gibt. Und dann da sagst du dir, okay, also warum soll ich mit dem krummen Rücken schuften, wenn man dann damit noch blöd dasteht. Also heute spiele ich lieber eine CD, die nicht hüpft, als ein Vinyl, was hüpft. Ganz einfach. Aber wie gesagt, also ich denke sowieso, alles hat seine eigene Schönheit, alles hat seine eigenen Chancen. Und wie gesagt, dass es da einen Fortschritt gibt und was es da für Möglichkeiten gibt. Mit den Loop-Funktionen, mit dass du eben nicht auf die Originalaufnahmen von jemandem angewiesen bist. Du machst dir schnell einen eigenen Edit. Ich spiele fast gar nichts mehr in Originalform. Also alles, was ich von anderen Leuten spiele, habe ich schon meinen eigenen Edit. Und das konnte ich mit Vinyl so auch nicht machen. Und es macht auch Spaß wieder. Es ist noch nie so gut gewesen wie heute. Du hast vorher gerade angesprochen, unter anderem Sonic Empire, Beatbox Rocker. Also im Grunde genommen warst du einer der Ersten, die schon vor über 10 Jahren es irgendwie möglich gemacht haben, elektronische Musik radiokompatibel zu machen, ohne irgendwie die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Im Gegensatz dazu ist heute elektronische Musik eigentlich so der Hauptbestandteil der Radiomusik. Ja. War dir damals in irgendeiner Art und Weise bewusst, was aus diesem ganzen Baby, das du ja mit erzogen hast, irgendwie werden könnte, also vor allem in dieser Art und Weise, wie es jetzt heute ist? Ja, sagen wir mal so, ich erkenne es durchaus auch wieder, auch in den cheesy Sachen, wo ich sage, ja, ich verstehe schon sozusagen, eben sozusagen, wenn jetzt heute auch jede Menge Rapper und alle kommen da und rappen dann auf die geraden Beats drauf und so weiter, ich erkenne da auch das, was wir dann mal angefangen haben, aber ich hatte nie das Problem, dass man jetzt sagt, nein, aber das ist, andere Leute machen daraus immer was anderes. Und nur weil es auch vielleicht in deiner Tradition steht, musst du ja nicht alles toll finden. Ja, und also die Musik hat sich schon im Laufe meines Lebens sehr in die Richtung, die ich selber gut finde, entwickelt. Was aber nicht heißt, dass die Anzahl der Stücke, die ich toll finde, dadurch größer geworden ist. Also früher fand ich das meiste Mist und heute ist zwar viel in meiner Richtung, aber ich finde auch immer noch das meiste Mist. Aber no disrespect, also so, ich finde es eigentlich toll, dass jeder was machen kann und ich weiß, was für mich Mist ist, für jemand anders toll. Und es ist ja auch so, dass Leute meine Musik dann auch wieder Mist finden. Also das ist keine Wertung, ist nur eine Geschmackssache. Es gab ja damals in der Zeit, wo gerade Mitte, Ende der 90er Jahre, wo die Mayday so das Maß aller Dinge war, die Mutter aller Raves quasi, du hast damals Low Spirit gemacht, du warst bei der Medi von Anfang an dabei. Es gab neben dir damals noch von Marusha über Hardy Hart und Miss Jax und wie sie alle heißen. Was glaubst du, was das Geheimrezept ist, dass du von diesen ganzen Oldschool-Techno-Helden eigentlich immer noch über bist und eigentlich immer noch angesagt bist und die Kids immer noch auf das stehen, was du tust? Freut mich auch. Du musst irgendwie, denke ich, also ich habe immer noch eine Agenda und irgendwo, glaube ich, die Leute spüren schon meine Geschichte bei dem, was ich mache. Und andererseits versuche ich es immer noch wieder auf 9 Punkt weiter. Und sozusagen teilweise konterkariert man sich dann auch wieder irgendwann. Sozusagen, also sagen jetzt Leute, hatten wir gerade ein Interview, ja,
ich war einer der Ersten, die sozusagen mit der DJ-Technik die ganzen Vocals rausgeschnitten haben, als da noch viele Lieder waren. Und jetzt auf meiner nächsten LP habe ich unheimlich viele Vocals drauf. Das heißt, irgendwo, aber das ist auch wieder die Dialektik, irgendwo kommst du wieder an einem Punkt an, wo es, du auf einem ganz anderen Level wieder an einem Startpunkt bist. Und ich glaube, dass Leute das interessant finden und ich da irgendwo meinem eigenen Ding immer noch was Neues abgewinnen kann, um mich selber zu unterhalten. Und wenn es mich selber unterhält, gibt es dann meistens noch andere Leute, die es auch lustig finden. Der Großteil der Menschheit interessiert sich ja sowieso nicht dafür. Das müssen wir auch immer sehen. Also auch wenn du Metallica bist, interessieren sich ja 99% der Leute nicht dafür, was du machst. Aber du musst eben Leute finden, die es toll finden. Und für die spielt man. Das ist schön zusammengefasst. Der Philosoph Westbam. Right on, maybe. Also nach der Mayday, Low Spirit, Sonic Empire, Beatbox Rock und so weiter. 2013, was gibt's Neues von Westbam? Jetzt gibt es eben das große, mein großes Jodel-Album. Naja, okay, es wird drauf nicht gejodelt, es wird aber gesungen. Es wird gesungen, es singen großartige Menschen wie Lil Wayne und gleichzeitig Hugh Cornwell, der Sänger, der legendäre Sänger der Stranglers. Bernard Sumner singt, Iggy Pop singt. Auf einer Westbam-Nummer? Ja, ja. Kanye West rappt auf einer Westbam-Nummer. Und die Westbam-Nummer, auf der er dann rappt, ist jetzt nicht so wie David Guetta oder so, verstehe mich nicht falsch, sondern das ist mehr so wie Richard Wagner. Richard, so. Und das finde ich so, da passt es mit dem Rap auch schöner, finde ich. Also ich höre es lieber so, ohne Beat, nur so mit Orchester und dann fängt er an zu rappen. Gefällt mir, fange ich gleich mit an. Also bringt also ist quasi der Begriff, der klassische Westbam bekommt eine ganz neue Bedeutung eigentlich. Der klassische Westbam kommt jetzt absolut, der muss jetzt als Richard Wagner zurückkommen. Das heißt, ich glaube, es gab sogar mal schon vor 20 Jahren in der Titanic, da hat einer Bunker-Bam-Mix Death Metal mit Wagner. Und das hat mir damals schon immer so gefallen irgendwie. Und jetzt mache ich das selbst. Das heißt, neues Westbam-Album mit Iggy Pop und Kanye West, beeinflusst von Richard Wagner auf Beatbox-Rocker-Style quasi. Genau, du hast es zusammengefasst. Cool, dem bleibt dem nichts mehr eigentlich hinzuzufügen. Ja. Willkommen in der Bratersauna, danke für die Zeit und auf bald hoffentlich. Okay, Peace.